Heute unterhalten wir uns über das Reisen und zwar mit Shona. Und ihre Situation ist besonders, aber du wirst das im Video hören. Viel Spaß! Okay, hallo, zurück. So, heute wollen wir uns über Reisen unterhalten. Reist du gerne? Wo warst du schon? Erzähl uns ein bisschen. Okay, ja, ich reise sehr gern. Aber ich hätte gern mehr Reisen. Und es gibt viele Länder, die ich noch nicht gesehen habe. Also, ich arbeite für eine Fluggesellschaft. Deshalb reise ich sehr viel. In den letzten 15 Jahren, seit ich für diese Fluggesellschaft gearbeitet habe, habe ich Frankreich, Deutschland, Spanien, die Schweiz, Polen, Portugal, Österreich, die Tschechische Republik, die Niederländer, Belgien, die Türkei, Griechenland, Ungarn und auch Rumänien besucht. Ich habe auch zwei oder dreimal die Libanon und auch Israel und Jordanien besucht. Das war nur als Urarbeit, ja, das war für die Urarbeit. Als Urlaub gehe ich ja ein bisschen weiter und ich habe Thailand, Mexiko und Hongkong, den Vereinigten Staaten und Malaysia auch besucht. Mein Lieblingsurlaubsziel ist Thailand. Ja, wir sind dreimal nach Thailand gefahren und wir sind nach ein Gebiet, das Koh Lanta heißt. Das haben wir besucht und das war sehr schön. Und für mich war die Landschaft sehr schön und sehr unberührt. Und die Hotels sind auch sehr bequem und luxuriös. Und die Leute sind sehr freundlich. Und die Küche ist sehr köstlich. Und ja, wir sind auch nach Bangkok gegangen. Und Bangkok ist etwas ganz anderes. Es gibt sehr viel zu sehen und zu besuchen und viele Attraktionen wie den Tempeln und wir haben auch so einen Markt auf einem Fluss besucht und das war sehr etwas sehr anderes und ja, würde ich sagen, dass in Thailand die einzige Nachteil wurde die Armut sein, ja, so die, das kann man überall sehen und es ist nicht wie hier in Europa, wenn man so behindert oder sowas ist oder arm ist, ja, gibt es kein Sicherheitsnetz, ja, wie hier und ja, das ist sehr schwer, wenn man das sieht. Und ja, einmal in Thailand haben wir auch Lebensmittelvergiftung bekommen und das war sehr schrecklich, weil an diesem Tag müssten wir so einen Flug auch nehmen. Und ja, das war nicht so schön, auf einem Flug zu sein, wenn man krank fühlt. Ja, so, ja. Aber ich würde zurück nach Thailand fahren. Aber in der Zukunft werde ich auch Vietnam
Kambodscha und Iran besuchen. Ich glaube, dass diese drei Länder sehr interessant sein könnten. Sie haben so viel zu sehen und viele Geschichten und es gibt viel Interessantes zu sehen, glaube ich. Ja, so. Die sind auf meiner Wunschliste. So. Ja, schön. Okay, vielen Dank für deine Antwort. Ja, da kommt man durch die Welt, wenn man Stewardess ist. Wohin bist du schon gereist? Hinterlasse uns doch einen Kommentar und natürlich auch einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video auch wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss.